Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich habe heute mal wieder eine kleine Hörbuchrezension für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, es gab bereits mal eine kleine Hörbuchrezension auf diesem Kanal zu Die Insel der besonderen Kinder. Ich habe es ja tatsächlich nie gelesen, allerdings habe ich mir das ungekürzte Hörbuch dazu geholt. Und es ist tatsächlich irgendwie meine Messereihe geworden. Immer wenn ich zur Messe gefahren bin, habe ich die Bücher weitergehört. Das heißt, ich habe im letzten Jahr den zweiten Band Die Stadt der besonderen Kinder beendet, habe den dritten Band die Bibliothek der besonderen Kinder angefangen und tatsächlich seit Frankfurt nie weitergehört und habe es jetzt auf dem Weg nach Leipzig bzw. auf dem Weg zurück endlich beenden können und kann jetzt sagen, ich habe eine beendete Trilogie und meine allererste Hörbuchtrilogie beendet. Das Schöne ist nämlich, dass ich jetzt mit meinem neuen Handy endlich genug Speicherplatz habe, damit ich auch die Hörbücher auf mein Handy runterladen kann. Vorher musste ich immer mit meinem iPad durch die Gegend laufen und das ist im Alltag einfach sehr, 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 sehr unpraktisch. Deswegen freue ich mich unheimlich mehr darüber und ich habe tatsächlich angefangen, im Alltag ein bisschen mehr Hörbücher zu hören. Ich möchte euch jetzt aber erstmal erzählen, wie mir Band 2 und Band 3 gefallen haben. Falls ihr den ersten Band, Die Insel der besonderen Kinder, noch nicht kennt oder euch nicht spoilern lassen wollt, solltet ihr diese Rezension vielleicht nicht anhören, da es sich einfach um Folgebände handelt. Da ist es schon mal, dass die Gefahr, dass man gespoilert wird, einfach relativ groß, obwohl ich mir versuche, Mühe zu geben. Ansonsten schaut gerne mal unten in der Infobox vorbei, da habe ich euch den ersten Teil, die Rezension zum ersten Teil, habe ich euch da verlinkt. Schaut da sonst ganz gerne einfach mal rein. Kurz zu ein paar Eckdaten. Der zweite Teil, die Stadt der besonderen Kinder, ist etwas über 11 Stunden lang, ich glaube 11 Stunden und 16 Minuten. Und der zweite Teil, die Bibliothek der besonderen Kinder, hat ganze 13 Stunden und 6 Minuten. Und in diesem Jahr habe ich definitiv 10 davon gehört. Damit ich euch nicht zu sehr spoiler, ihr aber trotzdem alle nochmal eben auf den neuesten Stand kommt, lese ich euch jetzt nochmal schnell die Inhaltsangabe vom ersten Band vor. Also nicht die Inhaltsangabe vom zweiten und vom dritten Band, die bauen ja darauf auf, aber vom ersten Band. Damit wir alle nochmal eben einmal ganz kurz in der Geschichte drin sind. Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Was Jacob von seinem Opa hörte, war etwas ganz, ganz anderes. Abraham erzählte ihm von einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben und von Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind. Inzwischen ist Jacob 15 Jahre alt und kann sich kaum noch an die wunderbaren Schauergeschichten erinnern, bis zu dem Tag, als sein Großvater unter mysteriösen Umständen stirbt. Jacob findet ihn tödlich verwundet in einem kleinen Wald und meint für einen kurzen, schrecklichen Moment ein Monster im Unterholz zu sehen. Seine Eltern und ein Psychiater versichern ihm, dass er sich dies nur eingebildet hat und schließlich ist Jacob bereit, ihnen zu glauben. Doch dann beginnen sich die Hinweise darauf zu mehren, dass Abrahams Schauergeschichten möglicherweise alles andere als erfunden waren. Gibt es auf der Insel vor der Küste Englands vielleicht immer noch ein Heim für besondere Kinder? Jacob macht sich auf die Suche danach und findet sich in einer Welt wieder, in der die Zeit stillsteht und er die ungewöhnlichsten Freunde findet, die man sich vorstellen kann. Doch auch die Monster sind höchst real und sie sind ihm gefolgt. Also dazu muss ich sagen, das spoilert schon ganz schön viel vom ersten Band. Deswegen hoffe ich, dass ihr diesen alle jetzt schon gelesen habt und ich euch jetzt nicht mit dieser Inhaltsangabe gespoilert habe. Oder andererseits, vielleicht wollt ihr das Buch ja jetzt auch endlich lesen, weil ihr euch das vorher noch nie geholt habt und noch nie darüber nachgedacht habt, es zu lesen. Warum solltet ihr dann diese Rezension können? Okay, nein. Es ist einfach so eine schöne Geschichte, die Insel der besonderen Kinder. Als damals die Buchverfilmung rausgekommen ist, wollte ich unbedingt den ersten Band lesen, der hat es nie bis in mein Regal geschafft und letztendlich habe ich mich für die Hörbuchversion entschieden. Und es ist einfach so eine tolle Geschichte. Band 2 geht nahtlos von Band 1 über und Band 3 geht wieder nahtlos von Band 2 über. Wir haben nie wirklich großartig viele Sprünge. Nie großartig viele Zeitsprünge. Es wird alles aus der Sicht von Jacob gelesen und beziehungsweise erzählt. Wir sind einfach so nah an ihm dran und bekommen seine Entwicklung mit und wie er die Welt der besonderen Kinder aufnimmt, wie sie letztendlich sich alle auf diese
Reise machen, um eben, Vorsicht, Spoiler, die Inbrunnen zu retten und einfach, ja, mit sich, sie werden, es ist eigentlich ein Abenteuer von verschiedenen Kindern, von Kindern, die zusammengewürfelt sind, so viele unterschiedliche Charaktere, die wir dabei haben und die einfach ihr Abenteuer bestehen müssen. Sie werden auf eine großartige Reise geschickt, sie haben einfach eine Aufgabe, sie müssen die Imrin retten, sie müssen gleichzeitig mit den Feinden kämpfen, sie müssen kreativ werden, sie müssen überleben, sie müssen zusammenhalten, sie lernen die Liebe, sie lernen die Freundschaft, sie lernen Familie kennen und ja, auch wenn die alle etwas jünger sind, ist es eigentlich eine super schöne Konstellation, es ist eine super schöne Geschichte und auch einfach diese, wir haben so Bücher dazu, welche Märchen und diese Märchen steckt noch viel, viel mehr drinne. Es ist einfach so eine schöne Geschichte und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was ich noch alles dazu sagen soll. Es ist gleichzeitig super schön gelesen von Simon Jäger. Ich wusste immer sofort, welcher Charakter gerade spricht, beziehungsweise ob er jetzt etwas nur denkt oder er konnte super gut die Emotionen weitergeben und dadurch habe ich mich einfach noch näher an den Charakteren gefühlt, als wie es vielleicht gewesen wäre, wenn ich sie nur gelesen hätte. Ich habe tatsächlich so ein bisschen eine Schwäche für Hörbücher entwickelt, dadurch wage ich zu behaupten. Ich höre unheimlich gerne Hörbücher, wenn ich Auto fahre, wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt 3-4 Stunden Auto, vielleicht sogar länger, dann mache ich mir einfach ein Hörbuch an. Ich überlege vorher, welches Hörbuch ich hören möchte. Und ich bin tatsächlich echt etwas traurig, dass ich jetzt die Trilogie Die Insel der besonderen Kinder nicht mehr hören kann, wenn ich eben zum Beispiel auf dem Weg zur Buchmesse bin. Gut, die nächste Buchmesse steht noch ein bisschen hin, es ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin kann ich vielleicht noch ein anderes Hörbuch finden. Aber es hat mich einfach super schön lange begleitet. Ich habe es total gerne gehört. Ich finde es übrigens verwirrend, gehört zu sagen, statt gelesen. So mal ganz kurz am Rande. Und es war einfach eine wirklich schöne Geschichte, die eben viel über all diese Dinge, die es vermittelt, beizubringen versucht. Es ist also nicht nur eine Geschichte, um eben eine Abenteuergeschichte zu erzählen, sondern es wird gleichzeitig so viel mehr gelehrt, von wegen, was bedeutet Liebe, was bedeutet Freundschaft, was ist wichtig im Leben. Es ist gleichzeitig so ein bisschen eine Reise durch die Zeit. Wir haben so ein paar verschiedene Zeitstränge, durch die Zeitschleifen einfach, die es halt gibt, sind wir zum Beispiel im alten London. Wir kommen ziemlich gut rum und einfach auch dieses Feeling, wir haben zwischendurch tatsächlich einmal eine Art Kriegssituation, abgesehen davon, dass wir sowieso sehr viel Krieg und Kampf in diesen Büchern haben. Dadurch bekommen wir erstmal so ganz viele unterschiedliche Settings mit, dadurch, dass wir einfach in der Zeit hin und her wechseln. Und während wir eben auf der einen Seite diese spannenden Parts haben, wie gesagt, die Kämpfe, die Kriege, wir müssen die Imbrin retten, wir müssen unsere Freunde retten, wir müssen gucken, dass wir müssen eigentlich die Welt retten, so zwischenzeitlich, haben wir aber eben auch die richtig schönen, ruhigen Momente, dieses, wir verbringen Zeit alleine, zu zweit und was bedeutet das, was gibt uns das, was denkt der andere gerade, einfach diese Nähe, diese Ruhe dahinter. Also wir haben wirklich schön beides. Also es ist, ich habe keine Parts gehabt, wo ich jetzt so dachte, okay, wird mir zu langweilig, mach mal schneller, überspring das ruhig. Sondern wirklich, es passte alles wunderschön. Es war eine wunderschöne Konstellation aus schnell und langsam und hat eben im Endeffekt ein super schönes Ganzes ergeben, das sich wirklich richtig schön hören ließ und mich einfach wunderbar in eine Geschichte hinabgesogen hat, die einfach fantastisch ist. Also abgesehen davon, dass sie wirklich Fantasy-Elemente hat, konnte sie mich wunderbar in so eine fantastische Welt reinziehen und das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Außerdem habe ich seit langer, langer, langer Zeit mal wieder ein richtig schönes Zitat gefunden und das war in diesem Hörbuch und ich musste tatsächlich mehrfach zurückspulen, um es mehrfach nochmal zu hören. Ich verrate euch jetzt nicht, an welcher Stelle das ist, um einfach nicht zu spoilern, aber wir haben Zeit. Die drei wunderbarsten Worte der Menschen aus Die Stadt der besonderen Kinder von Ransom Riggs.
Es ist einfach so ein wunderschönes Zitat, dieses "Wir haben Zeit". Das ist wahr. Die drei wunderbarsten Worte der Menschheit. Wir haben Zeit. Es ist nicht "Ich liebe dich", sondern "Wir haben Zeit". Das hat mich einfach, es hat mich tatsächlich etwas getriggert, weil ich auch gerne an die Zeit glaube, weil ich gerne, ich bin so ein Mensch, der sich, klar, einerseits denke ich mir so, ach, wir haben Zeit dafür, aber ich bin, es ist einfach so ein wunderschönes Gefühl, sagen zu können, wir haben die Zeit dafür, wir müssen es nicht heute machen, wir haben Zeit. Wir können die Zeit gemeinsam genießen, wir müssen uns nicht heute entscheiden, was wir machen, wir können uns doch auch morgen entscheiden, wir haben die Zeit einfach. Wenn man sich wirklich sicher sein kann, dass man sagen kann, wir haben Zeit und das einfach mit voller Überzeugung. Und das fand ich einfach so, so, so wunderschön. Es war ein so schönes Zitat. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich bin wirklich, ich bin immer noch geflasht, wenn ich diese Worte höre. Ich glaube, es werden wirklich Lieblingsworte von mir und einfach Worte, die so viel Wahrheit beinhalten. Ja. Also zum Abschluss kann ich sagen, es ist eine wunderbare Trilogie gewesen, eine wunderbare Hörbuchtrilogie. Ungekürzt übrigens, bei Audible, das ist mir immer sehr, sehr, sehr viel wert, dass es ungekürzt ist. Hat mir eine wunderbare Hörzeit ermöglicht und ein paar schöne Autofahrten habe ich damit auch verbringen können. Ich bin super froh, dass ich angefangen habe, diese Reihe zu hören. Ich bin, wie gesagt, auch etwas traurig, dass sie jetzt zu Ende ist. Aber ich habe die Filme noch nicht gesehen, beziehungsweise einen Film gibt es bisher, glaube ich, nur. Ja, eventuell setze ich mich damit demnächst mal vor den Fernseher und werde etwas Film schauen. Und wieder ein bisschen in die Geschichte abtauchen. Und ich habe außerdem gehört, dass es dieses Buch der Imbrinnen als Hardcover, als Buchversion wirklich geben soll. Und ich bin wirklich, wirklich geneigt, mir dieses Buch zuzulegen, weil ich da drin gerne stöbern würde. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie diese Harry Potter Bücher, die es ja noch zusätzlich gibt. Und ja, das fände ich wirklich unheimlich schön. Also im Endeffekt eine wirklich positive Reihe, die ich gerne, gerne gehört habe, die ich euch gerne ans Herz legen würde und die auf jeden Fall sehr, sehr Spaß macht. Und ja, damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video und wir sehen uns bei meinem nächsten Video hoffentlich wieder. Bye, bye!